Park. Das liegt daran, dass ich ein bisschen Knospenbestimmung machen möchte und hier gibt es tendenziell ein paar mehr Baumarten als in den meisten Wäldern. Ja, Knospenbestimmung. Das heißt, Laubbäume im Winterzustand erkennen. Und dazu vielleicht so ein ganz paar kleine Hinweise, nämlich Hinweis Nummer 1, ist man sich mit der Knospe nicht sicher, dann guckt man auf den Boden und schaut mal, ob man nicht noch ein paar Blätter finden kann. Das kann man natürlich in jedem Fall auch zusätzlich machen, wenn man sich mit den Knospen nicht ganz sicher ist. Was man aber auch nicht vergessen darf, bei Blättern auf dem Boden, die können auch von weiter her hergeweht sein und gerade in Waldsituationen haben wir oft eben viele verschiedene Blätter durcheinander liegen. Da geht es dann also mehr drum um, könnte das möglicherweise stimmen, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, die kaukasische Flügelnuss kommt, ja, und findet hier nur Eichen- und Buchenblätter, dann wird es wahrscheinlich nicht die kaukasische Flügelnuss gewesen sein. Also das ist so eine Art Absicherung. Wenn man hingegen Eichen, Buchen und von mir aus Lindenblätter findet, ja, und weiß nicht, ob es eine Eiche, eine Buche oder eine Linde ist, weil man die von den Knospen her nicht auseinanderhalten kann, ja, dann kann es tatsächlich Eiche, Buche oder gar Linde jeweils auch sein, ja. Also das beschränkt das Ganze so ein kleines bisschen ein, ist aber halt eben keine endgültige Lösung, keine allumfassende Lösung drum. Wenn man genau wissen will, mit welchem Baum man es im Winter zu tun hat, ist die Knospenbestimmung schon das Mittel der Wahl. Neben Knospen steht uns natürlich auch immer die Rinde und der Habitus zur Verfügung. Rinde ist klar, was das ist, ne? Der Habitus, das ist die Wuchsform. Manche Bäume wachsen so, andere Bäume wachsen ein bisschen anders. Das Verzweigungsmuster der Äste ist manchmal charakteristisch, auch nicht bei jedem Baum. Und das kommt dann immer sehr darauf an, mit was man es zu tun hat. Außerdem spielt es noch eine Rolle, ist es jetzt ein Solitärbaum, so wie der da hinten zum Beispiel. Ne? Also, ja, ihr seht schon, das Ding da halt, was da prägnant im Bild steht. Oder sind sie im Bestand? Als Solitär lässt sich anhand des Habitus meistens ganz gut ungefähr einschätzen, was es sein könnte und was nicht. Stehen sie aber eng im Bestand, sprich im Wald zum Beispiel, rum, dann wird das deutlich schwieriger, weil sie da alle eben eine Einschränkung ihrer möglichen Kronenentwicklung haben, weil nebendran steht halt der Nachbar und will auch noch Platz haben. Und drum Habitus, schwierig am Habitus zu bestimmen, wenn man im Wald ist. Es gibt natürlich so ein paar ganz charakteristische Ausnahmefälle, wie zum Beispiel eine Kiefer, die mit ihrem kleinen Buschel so obendrauf sozusagen und dem ansonsten sehr lange relativ astfreien bzw. zumindest mal kahlen Stamm, ist Kiefer am Habitus ganz wunderbar erkennbar. Auch andere Kiefern kann man da ganz gut dran erkennen, im Vergleich zu vielen anderen Bäumen, um nur mal ein Beispiel genannt zu haben. Aber die wäre sowieso immer grün und dementsprechend müssten wir uns da auch gar nicht auf Knospen verlassen. Ich wechsle jetzt zum Makroobjektiv, mit dem ich Knospen auch schön entsprechend aufnehmen kann, habe dann aber keine Lust, ständig das Objektiv hin und her zu wechseln. Drum werdet ihr ab sofort größtenteils wirklich nur Knospen und Rinden zu sehen bekommen und ich komme da vielleicht am Schluss noch mal ins Bild zum Tschüss sagen. So, und ach so, ja, herzlich willkommen zum Adventskalender. Gut, hier haben wir es also jetzt mit unserem ersten Strauch zu tun. Wirkt auf den ersten Moment relativ unscheinbar, relativ klein. Der wird tatsächlich auch nicht besonders dick. Das kann man vermuten, wenn man hier jetzt runter guckt, ja, und sich da mal ein bisschen anschaut, wie der denn aus dem Boden rauskommt. Sicherlich wird er noch etwas dicker, aber es ist ganz klar, dass wir es schon mal mit einem Strauch zu tun haben. Wir fangen ganz einfach an. Auch das ist im Grunde wirklich schon die erste Frage, die wir klären müssen. Ist dieses kleine junge Gehölz ein Strauch oder wird das mal ein Baum? Ja, weil das ist ja noch längst nicht unbedingt notwendigerweise so, dass das ein Strauch ist. Erster Hinweis dafür, dass wir es mit einem Strauch zu tun haben, und auch ein sehr wichtiger Hinweis, und dann können wir auch von einem Strauch rausgehen im Regelfall. In seltenen Fällen ist es dann trotzdem ein Baum, aber nobody is perfect.
ist, dass wir hier mehrere Stämmchen in Anführungszeichen haben, die aus dem Boden rauskommen. Das nennt man Basitonie, die Wuchsform Strauch. Ja, nicht ein fetter Stamm kommt hier aus dem Boden raus und verzweigt sich erst oben zu einer Krone, sondern Sträucher wachsen anders als ein Baum, eben gleich mal mehrstämmig und verzweigen sich direkt in dem Moment, wo sie aus dem Boden rauskommen. Drum auch Basitonie, Basis, ne, hier unten an der Basis verzweigt. So kann man sich das ungefähr übersetzen. Und drum müssen wir uns auch immer die Basis unseres Gehölzes angucken, um rauszufinden, haben wir es denn mit einem Strauch oder mit einem Baum zu tun. Wenn wir das schon mal wissen, dann können wir schon mal ausschließen, dass es sich um einen Baum handelt. Das ist also zum Beispiel schon mal keine Buche, Hainbuche, Eiche, was auch immer, sondern eben ein Strauch. Sträucher gibt es jetzt schon durchaus auch noch einige. Und jetzt geht es weiter. Nächster Schritt, den wir vornehmen, ist, wir gucken uns mal noch gar nicht die Knospen an, sondern wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wächst denn das Ding. Und das hat deutliche Verzweigungen, es hat so farblich nicht besonders absetzende Zweigchen, also alles irgendwie jetzt erstmal recht unscheinbar, keine besonderen Auffälligkeiten, bis auf, wenn wir uns jetzt hier mal so einen Trieb schnappen, ups, nichts kaputt machen, und es schaffen, besagten Trieb. Ich habe heute meine Bestimmungsbüchlein auch sicherheitshalber noch dabei, damit ich hier keine dummen Fehler mache. Und jetzt können wir hier an unserem Trieb hier jetzt gerade schön sehen, das sind Korkleisten hier. Ne? Also da hängt quasi so eine leichte Erhebung. Der Zweig ist, ja, das ist sehr schwer scharf zu stellen. Hier kann man es, ne? Hier kann man es jetzt schön sehen. Der Zweig ist nicht ganz glatt. Ja, der hat hier solche Wulste dran und diese Wulste, das nennt man Korkleisten, ja, die sich quasi vom Zweig noch ein bisschen abheben. Die heißen nicht nur Korkleisten, die sind auch aus Kork. Dementsprechend, man kann die auch einkratzen, wenn man das möchte. Ich will sie jetzt nicht kaputt machen und mit dem Fingernagel ein bisschen dran rumkratzen. Dann sieht man ganz schnell, das fühlt sich so ein bisschen an wie Kork. Kork kennt man ja von der Weinflasche und das ist tatsächlich hier eine Korkleiste. So, und das wäre jetzt ein besonderes Merkmal, auf das wir als allererstes mal gucken. Haben wir besondere Merkmale oder haben wir sie nicht? Ein anderes Beispiel für besondere Merkmale wäre Dornen, ja? Dann können wir schon mal alles andere ausschließen, was keine Dornen hat. Und dann sind wir zum Beispiel bei einem Weißdorn, bei einer Robinie, aber das ist wieder ein Baum. Können wir also auch ausschließen. Dann sind wir bei einer Schlehe, einem Weißdorn, einem Schwarzdorn, einem Kreuzdorn und viel mehr anderes bleibt da gar nicht mehr so übrig. Ja? Also mit solchen besonderen Merkmalen kann man sich das Leben sehr, sehr vereinfachen. Und in diesem Fall, solche schönen Korkleisten, wie wir sie hier jetzt gerade gesehen haben, das sage ich euch jetzt einfach mal, haben bei den heimischen Baumarten, im Grunde Straucharten im Grunde nur zwei in dieser schönen Ausprägung, nämlich entweder der Feldahorn, der hat sie nicht immer, aber wenn er sie hat, dann ähnlich heftig wie hier, und eine Art hat sie tatsächlich immer, und da ist das ein super Bestimmungsmerkmal und da müssen wir uns gar nicht weiter um die Knospen kümmern, machen wir natürlich trotzdem, das ist das Pfaffenhütchen, das europäische Pfaffenhütchen, Oionimus europaeus, und genau damit haben wir es hier auch zu tun. Wir finden die Korkleisten, lasst mich mal kurz auf Wackelhandkamera schalten. Das macht das Leben in mancher Hinsicht dann doch einfacher. Ja, wir finden die Korkleisten auch hier unten, da am, am Stamm. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Also da sind sie auch sehr, sehr ausgeprägt. Das haben wir so beim Feldahorn eigentlich nur in den seltensten Fällen. Oder auch schön zu sehen sind sie hier. Ja, da. Da sitzen sie richtig schön auf der Rinde und da kann man sie ganz wunderbar erkennen, dass es sich eben um Korkleisten handelt. Und mit diesem Wissen sind wir beim Pfaffenhütchen, wie gesagt. So, jetzt nächster Punkt. Wir gucken uns mal die Knospen an. Dafür gehen wir irgendwo hin und schauen uns erstmal an, wie ist denn eigentlich so, Moment. Ja, wie ist denn eigentlich die Stellung der Knospen bzw. der jungen Triebe zueinander? Und wenn die parallel sind, ja, einer geht rechts weg, einer geht links weg oder einer oben, einer unten, das ist jetzt erstmal wurscht, dann heißt das gegenständig. Ja? Und gucken wir uns mal weiter hinten hier den
Auftrieb an. Moment. So, da kann man es jetzt schön sehen. Also das ist ganz klar gegenständig. Und dann können die entweder so ein bisschen gestielt sein und quasi an einem Kurztrieb auftreten. Das ist jetzt auch wichtig zur Bestimmung. Ja? Also ein paar Fachbegriffe müssen wir erstmal lernen, bevor wir da, die anderen können wir dann schneller durchgehen, viele andere Beispiele. Aber hier seht ihr, wie so eine kleine Ziehharmonika, eine zusammengeknotete, oberhalb vom Ästchen, ja, also auf dem Foto drauf liegend sozusagen, dieses zusammengeknotete Ziehharmonika-Dingens. Das ist ein Kurztrieb. Das ist also quasi ein gestauchter Trieb, der zusammengestaucht ist und drum auch so eine Ziehharmonika macht. Und an den Kurztrieben sitzt dann oben irgendwo die Knospe. Ne? Und hier das Gleiche, da kann man auch so eine kleine Ziehharmonika sehen. Das gibt es. Es gibt aber auch Knospen, so wie hier, diese ganz kleine unscheinbare, die direkt am Zweig ansitzen. Und das ist bei den jüngeren Trieben immer so, dass die Knospen direkt am Zweig ansitzen. Und wir gucken uns immer nur die jüngsten Triebe an zum Bestimmen. Das ist wichtig, sonst kommt da Verwirrung auf. Und dann haben wir eben keine sichtbaren und hervorstechenden Kurztriebe mehr. Das heißt, wir ignorieren das Vorhandensein von Kurztrieben jetzt einfach mal zur weiteren Bestimmung und sehen, wir haben gegenständige Knospen. Und wenn sie wechselständig wären, da finden wir bestimmt noch irgendwelche Beispiele, sage ich euch dann, wenn wir da soweit sind. Ne? So, wichtig ist dann auch immer noch die Endknospe. Moment, hier kommt die Endknospe. Das ist eine Endknospe für diesen Zweig hier. Ne? Und die ist jetzt dezent größer als die Seitenknospen. Und das ist auch nochmal ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Wenn wir nichts Besseres haben, wie zum Beispiel eben jetzt Korkleisten, dann müssten wir uns jetzt auch daran orientieren, ob die Endknospe denn größer ist als die Seitenknospen und wie die Seitenknospen genau abstehen und alle möglichen Details, die dann später bei anderen Pflanzen noch wichtig werden. Aber hier beim Pfaffenhütchen ist es halt durch die Korkleisten wirklich leicht zu identifizieren. Trotzdem sollte man die Knospen mal gesehen haben und zur Kenntnis genommen haben, sie sind klein, sie sind schuppig, sie haben eine ganz leichte Behaarung an der Endknospe ganz oben, das sieht man hier so leicht. Ja. Ich habe zwar hier ein tolles Makroobjektiv, aber auch dem sind Grenzen gesetzt, ja, aber man kann es leicht sehen. Und auch die Seitenknospe, die hat unten, wo sie aus dem Holz rauskommt sozusagen, da hat sie auch eine leichte Behaarung. Ja. Aber damit haben wir jetzt die wesentlichen Merkmale, um ein Pfaffenhütchen als Strauch erkennen zu können. Und jetzt gehen wir uns zunächst die nächste Pflanze suchen. Ja, nächste Pflanze. Vorgehen wieder nach Schema F. Wir gucken erstmal unten. Handelt es sich um einen Strauch oder handelt es sich um einen Baum? Das könnt ihr jetzt auch schon beantworten. Es handelt sich hier wieder um einen Strauch. Ne? Mehrere Haupttriebe kommen gleichzeitig aus dem Boden und verzweigen sich gleich. So, das nächste ist, wir suchen nach besonderen Merkmalen. Das machen wir kurz mit der Handkamera. Hier können wir jetzt schon so ein bisschen sehen. Da sind so auffällig knubbelige Knospen an so lustigen Kurztrieben. Das ist jetzt schon mal ganz charakteristisch für den, der sich auskennt. Und wenn wir hier jetzt gucken. Ja, ich habe mir erlaubt, ohne Kamera zu suchen. Und was wir hier jetzt in der Bildmitte sehen, dieser Ast, der da so auffällig endet, ja, das ist ein späterer Dorn. Der ist nicht sehr spitz und nicht sehr gefährlich, aber das soll trotzdem einer sein. Und hier haben wir nochmal einen. Auch das soll mal ein Dorn werden. Jetzt müssen wir wissen, ein Dorn ist im Prinzip auch nur ein Zweig, der quasi umgeformt wird von der Pflanze, eben dass er spitz zuläuft und nach Möglichkeit sogar wehtut, wenn einer reinrennt. Und diese Dornen, die sind hier quasi gerade noch in der Bildungsphase. Also der hat da vorne noch oben noch eine Knospe. Das heißt, der ist noch nicht lang genug. Der soll sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Das soll aber klar mal zu einem Dorn werden, weil es gibt auch keine Seitenknospen, beziehungsweise kaum keine und verdächtig. Und das gleiche eben hier, auch dieser kleine Ast, der jetzt so klein geblieben ist, der soll mal ein Dorn werden. Also die hier müssten wir als Dorn ansprechen, auch wenn wir uns da noch nicht dran wehtun können. Und überhaupt ist das hier ein hochhässliches Exemplar zur Bestimmung, was wir hier gerade vorliegen haben. Aber das macht es ja gerade interessant. Ja? Einfache, eindeutige Exemplare bestimmen kann man dann erst recht, wenn man die hässlichen auch hinbekommt. So, also, wir haben es auf jeden Fall mit
was Bewährtem zu tun, also was mit Dornen. Und das schränkt jetzt die Auswahl durchaus ein, was es da alles geben kann. Außerdem ist es ein Strauch. Das schränkt die Auswahl weiter ein. Das hatten wir eben schon besprochen. Gucken wir uns jetzt hier mal eine Knospe an. Die hier ist schön zu sehen. Die sind ungefähr 1 bis 2 mm groß. Ja, das Stift trifft es ganz gut, so laut Bestimmungsbuch. Und sind ziemlich rundlich, also wirklich fast schon wie kleine Kügelchen, sitzen auf Kurztrieben. Das ist übrigens charakteristisch für, ja, im weitesten Sinne Kirschengewächsen, ja, den man irgendwie den Kirschen zuordnen kann, beziehungsweise den Rosengewächsen. Da haben wir sowas relativ häufig, auch das ist ein bisschen verdächtig. Und ich suche mal noch ein anderes schönes Beispiel. Ja, hier können wir, ja, der wird jetzt natürlich schwer scharf zu stellen sein. Jetzt können wir sehen. Ja, da sehen wir wirklich winzige Knöspchen, die da so mehr oder weniger spiralig um ihr Zweigchen angeordnet sind. Das kann man auch hier ganz gut finden. Also die Stellung der einzelnen Knospen, die treten gehäuft an den Kurztrieben auf. Ja. Bei gut zu bestimmenden Exemplaren sind das wirklich richtig, richtig, richtig viele. Und dann ist die Bestimmung auch einfach. Aber hier treten sie trotzdem leicht gehäuft auf und sie sind leicht spiralig um ihren Kurztrieb angeordnet. So, und dann haben wir es auch. Ja. Weil leicht spiralige Anordnung um den Kurztrieb, spiralig, spinosa, Prunus spinosa, das ist die Schlehe oder der Schwarzdorn, ja. Beide Namen sind im Deutschen zulässig und tatsächlich ist das eine sehr hässliche und sehr schwer zu bestimmende Schlehe. Mir hat natürlich noch geholfen, dass hier noch ein Blatt dran hängt, ja. Das ist auch nicht mehr eindeutig und schön, aber es reicht so einigermaßen aus, um dann noch zu erkennen, dass es sich hier um eine Schlehe handelt. Ja? Also Schlehen oft schwierig. Hier, das ist auch noch mal recht schön. Ja, merkt euch einfach dieses Bild dieser fein verzweigten Kurztriebzweige mit den kleinen Ziehharmonikas und dann viele Knospen dran. Diese Knospen in keiner erkennbaren Anordnung, außer dass sie scheinbar spiralig um das Zweigchen verlaufen. Das ist vielleicht noch der schönste Zweig bisher. Der hier ist auch noch gut. Da kann man es auch noch schön sehen. Ja. Also wirklich nicht ganz einfach Schlehe. Man muss ein paar solche dornenartigen Geschichten finden und dann diese spiralige Anordnung. Aber dann kann man sich doch ziemlich sicher sein, dass man es mit einer Schlehe zu tun hat. Ja, nächste Pflanze, traditionelles Vorgehen. Wir gucken uns unten den Stamm an und in diesem Fall ist es eindeutig, das ist natürlich ein Stamm. Ja? Also hier haben wir die Akrotonie, also die Wuchsform Baum. Da kommt nur eine Sprossachse aus dem Boden raus, die wird dann relativ schnell dick und das Ding ist, wenn man dran hochguckt, natürlich auch viel höher als die meisten Sträucher. Das müsste schon ein sehr hochwachsender Strauch sein, um mit dieser Pflanze hier mithalten zu können. Wir wissen auch gleich jetzt anhand der Rindenbestimmung, das können wir auch machen, bevor wir an die Knospen rangehen, weil Rinde geht schneller, die sieht man sofort. Da braucht man nicht unbedingt eine Brille, wenn man eine braucht. Da muss man nicht erst groß zum Baum hinlaufen. Man sieht ja sofort die Rinde. Und tatsächlich handelt es sich hierbei auch um eine Pflanze bzw. einen Baum, der eindeutig an der Rinde identifizierbar ist. Da muss man sich also gar nichts weiter angucken. In seltenen Fällen ist man vielleicht mal verwirrt, weil er ein bisschen komisch aussieht und guckt sich dann doch noch mal die Zweigchen näher an, beziehungsweise die Blätter, das machen wir selbstverständlich auch. Aber im ersten Moment sehen wir zumindest mal, okay, es ist eine glatte Rinde. Ja, damit kann man alles, was keine glatte Rinde hat, schon mal ausschließen. Außerdem wissen wir, das Ding ist kahl im Winter, es ist also auch ein Laubbaum. Damit können wir alle Nadelbäume mal ausschließen. Das klingt jetzt total trivial, aber das muss man sich wirklich klar machen im Hirn und so vorgehen, was kann es denn alles nicht sein? Da fällt dann ganz, ganz viel weg, bevor man irgendwelche völlig dummen Antworten gibt, wenn einen einer fragt, was ist das für ein Baum, dann wirklich im Inneren, im Hirn einfach mal durchgehen, was fällt denn alles weg. Ja? Und man muss halt irgendwann für sich selber mal ein bisschen lernen, was hat denn alles keine super glatte Rinde und das sind die meisten. Diejenigen, die eine super glatte Rinde haben, also wirklich glatt, ohne erkennbare Schuppen, das sind gar nicht mal mehr so viele. Da kommt zum Beispiel in Frage die Buche, die Hainbuche,
Buche, der Bergahorn, Spitzahorn in jungen Jahren, Feldahorn, ein Stück weit, sofern er nicht eben diese charakteristischen Korkleisten hat, die auch das Pfaffenhütchen hat. Und so viel mehr sind es jetzt gar nicht. Ich will euch jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Ne? Ich weiß auch nicht spontan alle sofort einfallend auswendig. Ne? So. Das heißt, einer von den genannten könnte es jetzt möglicherweise schon sein. Und jetzt ist es per Zufall so, dass wir hier sehen können, hier ist so eine auffällige Vertiefung im Stamm. Ja? Also unser Stamm ist nicht rund, sondern weist eben offensichtlich eine gewisse Spannrückigkeit auf. Das nennt der Fachmann spannrückig. Gucken wir mal ein Stück hoch. Hier könnt ihr auch noch mal sehen, auch da finden wir eine gewisse Spannrückigkeit. Soll also einfach heißen, der Stamm ist nicht rund oder auch nicht mal ansatzweise rund, sondern er hat Wulsten und Bereiche, die vorgelagert sind. Es liegen quasi noch Täler im Stamm. Und wenn man da jetzt eine Scheibe rausschneiden würde, dann würde man irgendeine eben nicht runde Scheibe, sondern mehr sowas blümchenförmiges, wie ein Kind ein Blümchen zeichnen würde. Sowas in die Richtung würde man da rauskriegen. Ja? So. Und dieses Charakteristikum, diese Spannrückigkeit, diesen nicht runden Stamm, das zeigt so schön, wie wir das hier jetzt sehen können, eigentlich nur eine Baumart, und das ist die Hainbuche Capinus betulus. Und die, ja, haben wir auch genau hier vor uns. Trotzdem wollen wir natürlich, ja, also hier, da kann man es auch schön sehen, wollen wir natürlich uns noch die Knospen angucken. Und ich bin hier dankenswerterweise um einen frisch runtergefallenen Ast gestolpert, habe mir hier noch was abgemacht. Und hier haben wir es jetzt zu tun, schauen wir uns mal diesen kleinen hier an, um wechselständige Knospen. Ja, das ist jetzt wechselständig, nicht gegenständig, wechselständig. Und zwar hier eine Knospe, parallel, also genau gegenüber auf der anderen Seite vom Zweig, keine Knospe. Schon auf der anderen Seite, aber ein Stückchen weiter weg, wieder eine Knospe. Wieder auf der anderen Seite, aber ein Stückchen weiter weg, beziehungsweise das ist ja schon die Endknospe, die nächste Knospe. Hier das gleiche Spiel, ne? Nach rechts weg, nach links weg und ein Stückchen weiter. Und das können wir hier überall, komplett an unserem gesamten Ast, finden. Endknospen gibt es, die ein bisschen anders aussehen als die Seitenknospen. Sie sind schlicht und ergreifend etwas größer. Gerade Seitenknospen können deutlich kleiner sein. Die Knospen haben grünlich-braune Knospenschuppen. Ja, das kann man hier schön sehen. Gerade dadurch, dass sie unterschiedlich gefärbt sind, lässt sich da wunderbar erkennen, welche Knospenschuppe ist. Und anhand dieser Knospenschuppen kann man auch bei vielen Arten eben noch ein bisschen näher in die Bestimmung reingehen. In diesem Fall sind die Knospen sowas um die, ja, vielleicht 5, 6, 7 Millimeter lang, irgendwie sowas um den Dreh grob. Ich bin mit solchen Längenschätzungen auch immer nicht so wirklich gut. Die Zeit der Karos im Matheheft ist lange vorbei, aber die können auch schon noch mal ein Stückchen länger sein. In jedem Fall haben sie aber oft eben diese grünlich-bräunliche Färbung. Sie sind nicht behaart, sie sind spitz zulaufend, wirken dabei aber trotzdem immer ein bisschen dicklich. Ja? Also sie sind nicht sehr lang und spitz zulaufend und sie sehen auch nicht so aus, als könnte man sich an ihnen wehtun. Das mit dem, die sehen potenziell so aus, als könnte man sich dran wehtun, das wird später noch wichtig. Ja, und zur Unterscheidung zu einer anderen Art, die man hiermit wunderbar verwechseln kann. Also, na, soweit haben wir uns das jetzt gemerkt, und das sind tatsächlich eben auch ziemlich eindeutig und ziemlich häufig anzutreffen. Kann man auch prima bei Hecken an Gärten üben. Hainbuche, ne? Hainbuchenknospen, jetzt im Winter wirklich nicht, da muss man nicht lange suchen. Hainbuchen hat jeder bei sich zu Hause. Also prima zum Einstieg in die Knospenbestimmung: Hainbuchen erkennen am Stamm, Hainbuchen kontrollieren, ob es auch wirklich Hainbuchen sind, den Knospen. So, auch hier wieder ein extra hässliches Exemplar, damit es nicht zu einfach ist. ja, wir haben hier, wie man sehen kann, wieder nur ein Stämmchen, beziehungsweise der wird auch mal noch dicker eventuell, könnte er zumindest. Und das heißt, wir haben es wahrscheinlich wieder mit einem Baum zu tun. So, das nächste, was wir sehen, wir haben es mit glatter Rinde zu tun. Das heißt, wir sind in der gleichen Kategorie, wie wir eben gerade gewesen sind, bei den glattrindigen Laubbäumen im Grunde, ne? Und ja, so viel dazu. Jetzt suchen wir nach besonderen Merkmalen. Das spare ich mir, weil das ist einfach nur Wackelkamera und etwas nervtötend. Genau wie der Köter da hinten.
Daher gehen wir gleich zu den Knospen über, weil besondere Merkmale finden wir hier nicht, kein einziges. Anders als bei unserer Hainbuche, die zumindest mal ihren speziellen Stamm hat, ist das Ding hier wirklich 0815 ohne irgendwas, was besonders hervorsticht. Wir müssen also wirklich direkt zu den Knospen übergehen. So, und tückischerweise gibt es hier halt besonders hässliche Knospen zum Teil, ja, wie zum Beispiel diese hier. Die ist so gar nicht typisch. Ja. Also wenn ich nur diese Knospe hätte, dann würde ich hier jetzt noch ganz lange stehen und rumrätseln, was das möglicherweise sein kann, weil die halt eben nicht gerade dem Lehrbuch bzw. der Lehrbuchknospe entspricht. Suchen wir uns also mal eine andere. Ja, das müsst ihr auch wichtig merken. Also wenn man echt nur die Knospen hat zum Bestimmen, dann sucht man ein bisschen rum, bis man wirklich eine Knospe findet, mit der man auch was anfangen kann. Zum Beispiel, na, wo bist du? Da. Die hier. Ja, die ist jetzt schon deutlich interessanter. Das ist eine Endtriebknospe, also eine von den Teilen der Pflanze, die mal ein größerer Ast werden sollen. Wir können jetzt langsam auch erkennen, wir haben am jungen Trieb Lentizellen. Das sind diese Pünktchen hier auf dem Trieb. Das sind Belüftungsöffnungen. Dadurch kann Sauerstoff durch die Rinde durchkommen und eben die Zellen des jungen Triebs mit Sauerstoff versorgen. Der will nämlich auch gerne ein bisschen Sauerstoff haben. So, des Weiteren sehen wir haben hier zwei Nebenknospen neben der hauptendständigen Knospe. Ja, also oben und unten jetzt von uns aus gesehen, sitzen da noch so ein paar kleine Nebenknöspchen drauf. Auch das kann bei der Bestimmung wichtig sein. Würde ich mich jetzt hier allerdings nicht so sehr drauf versteifen bei diesem Exemplar. Und wir haben hier solche Felder um die Seitenknospen drumherum und eine deutliche Narbe, eine Astnarbe quasi, wo dann die Blattnarbe ist es eigentlich, wo die junge Knospe drin steckt bei den Seitenknospen. Auch das würde ich mir jetzt mal merken wollen. Das ist nämlich relativ charakteristisch bzw. sehr schön zu sehen bei dieser Baumart. Hier seht ihr auch Blattnarben. Jetzt kurz vor meinem Daumennagel. Die sind wirklich recht deutlich und drin sitzt, ja, es ist halt Knospenfilmen wirklich sauschwierig. Und drin sitzt auch noch mal eine ganz kleine neue Knospe. Das ist die Nebenblattknospe vom alten Blatt, das abgefallen ist. Und die kann jetzt hier quasi einen neuen Zweig theoretisch ausbilden. Ja, theoretisch. Gut, aber auch die ist mir noch nicht eindeutig genug. Wir suchen also weiter, ob wir noch eine finden, die eher dem entspricht, was wir sehen wollen. Ja, und hier haben wir jetzt endlich eine Knospe gefunden, die uns gefällt, weil die weist jetzt auch grün auf an den Knospenschuppen. Ein relativ unscheinbares Grün, aber man kann es so leicht erkennen. Und grüne Knospenschuppen, teilweise auch knallgrün bei schön zu bestimmenden Exemplaren. Da wären wir jetzt beim Bergahorn und zumindest können wir den Bergahorn ab sofort nicht mehr ausschließen. So, und da wir hier nur hässliche Knospen haben, lassen wir es bei den Knospen auch mal bewandern. Belassen wir es da. Ne? Also Knospen sind wir fertig. Gucken wir uns hier jetzt mal um, was haben wir denn noch als Indizien? Weil, wie gesagt, hier haben wir nur hässliche Knospen. Ja? Gucken wir zunächst mal auf den Boden. Sehen wir hier Ahornblätter? Tada! Wir sehen Ahornblätter. Das heißt, kann man schon mal wirklich von ausgehen, dass hier irgendwo ein Ahorn steht. So, das nächste ist Ahorn, das muss man jetzt natürlich auch wissen, forstlich interessant, forstlich sehr stark genutzte Baumart, hat ein sehr rasches Jugendwachstum, wirklich sehr, sehr rasch. So, und jetzt, ich kann leider nicht zoomen, aber schaut mal, wir haben hier die erste Verzweigung, wahrscheinlich war das Ding irgendwann mal so hoch, hat hier dann noch einen durchaus wichtigen Ast gebildet und jetzt kommt hier die nächste Etappe. Und erst da ist wieder die nächste Verzweigung. Auf gut Deutsch, das Ding wächst verdammt schnell. Es hat zwar noch ein paar Zwischenäste gebildet, selbstverständlich, aber wir haben hier schon einen wirklich sehr, sehr hohen, sehr, sehr dünnen Stängel rumstehen, der offensichtlich ein hervorragendes Höhenwachstum aufweist. Und wenn wir sowas sehen, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, mit offensichtlich hervorragendem Höhenwachstum, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir es wahrscheinlich mit einer Forstpflanze zu tun haben. Also mit irgendwas, was tatsächlich so gut wächst, dass es wirtschaftlich interessant ist. Und jetzt haben wir ein paar Indizien. Ja? Also wir wissen, es ist zumindest mal eine glattrandige Laubbaumart. Wir wissen, hier liegen Ahornblätter rum.
wir haben endlich eine Knospe gefunden, die so ein bisschen grün ist und so tendenziell in Richtung Bergahorn geht. Und wir sehen, das Ding wächst relativ gut und steht als ziemlich gerader Stängel in der Gegend rum. Das ist auch typisch für Bergahorn. Also aus Bergahorn kann man sich neben Hase, abgesehen davon, dass der natürlich tot ist, wenn man ihn umsägt, das sollte man selbstverständlich nicht tun, wenn man nicht in einer Notsituation ist und dringend irgendeinen Wanderstock oder Ähnliches braucht. Aber Bergahorn ist auch so eine Art, wo man wunderbar sich den Dingerich abschneiden kann. Dann hat man einen wunderbaren Wanderstock, wunderbaren Stecken, um irgendwas zu bauen. Halt ein schöner, gerader Stock. Man kann da auch einen Bogen draus bauen. Funktioniert auch ganz gut mit Ahorn. Sowas in die Richtung. Ja? Also sind wir uns jetzt ziemlich sicher aufgrund eben diverser Indizien, nicht mit eindeutiger Knospenbestimmung, weil die einfach zu hässlich sind, aber aufgrund diverser Indizien gehen wir mal davon aus, dass es sich hier um Bergahorn handelt. Jetzt bin ich hier auch schon mal im Sommer gewesen, tut es auch, das ist einer. Ja, aber manchmal muss man so vorgehen, nicht immer ist eine eindeutige, ah ja klar, die Knospe kenne ich, die sieht genauso aus wie die in meinem Bestimmungsbuch. Sowas ist nicht immer möglich. Ne? Wir haben es hier mit der Natur zu tun und nicht mit Muster. Beispiel-Exemplar aus Lehrbuch. Ja. Ganz oft sehen die wirklich nicht so aus, wie man sich das vorstellt. Man braucht da irgendwann mit der Zeit ein gewisses Gespür für. Üben und üben vorzugsweise natürlich irgendwo, wo man auch Möglichkeiten hat, im Sommer wiederzukommen und zu gucken, ob stimmt. Oder noch besser, wo der Name vom Baum am Baum dran steht. Ja. So, was ist das? Ja, wer erkennt's? Das sollten die meisten von uns sicherlich schon ganz oft gesehen haben. Und tatsächlich ist diese charakteristische Buschform hier ganz eindeutig ein Strauch. Keinesfalls ein Baum, wenn auch ein durchaus groß werdender Strauch. Das ist schon sehr, sehr charakteristisch und sollte für die meisten erfahrenen Waldbesucher gleich klar sein, womit was zu tun haben. Ich will es trotzdem noch nicht aufklären für diejenigen, die neu sind. Aber offensichtlich was ganz, ganz mehrstämmiges. Und das heißt, wir sind bei den Sträuchern. So, suchen wir nach Besonderheiten. Diesmal nehme ich euch mal wieder mit. Ja, dazu wandern wir doch einfach mal so ein bisschen am Stamm entlang. Hier stellen wir schon mal fest, wir haben Lentizellen an den jungen Zweigen. Ja, und zwar nicht zu knapp. Also diese Pünktchen hier am Ast, das sind wieder solche Atemöffnungen, genannt Lentizellen. Und wichtig sind vor allen Dingen auch die jungen Triebe. Gucken wir uns die jüngeren Triebe an und stellen fest, ja scheiße, der hier ist ja schon vertrocknet, der hat ja gar keine Knospen, mit denen man was anfangen könnte. Das heißt, den lassen wir hier jetzt hängen und suchen uns einen, der noch nicht vertrocknet ist, vorzugsweise weiter oben am Baum. So, hier gibt es recht viel Vertrocknetes. Ich suche mal. So, jetzt tun wir mal so, als hätten wir beim Suchen keine besonderen Merkmale gefunden. Das liegt daran, dass es auch tatsächlich wieder mal keine gibt. Also auch dieses Ding ist frei von Dornen oder anderen Sachen, die einem sofort auffallen sollten. Dafür, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, ist der junge Trieb jetzt im Winter schwer zu sehen. Man braucht zur Knospenbestimmung im Idealfall auch noch eine Lupe, nur kann ich die durchs Objektiv eh nicht benutzen, deswegen habe ich keine dabei. Aber trotzdem kann man so leicht erkennen, der junge Trieb ist behaart. Ja? Also wenn man meinen Finger als Kontrast nimmt, sieht man so leichte Härchen. Und das ist jetzt wichtig. Das ist also schon mal eins der zwei wesentlichen Bestimmungsmerkmale. Dann haben wir knubbelige, die können mal grün sein, die können mal braun sein. Meistens sind sie eher so bräunlich. Aber wir haben knubbelige Knospen. Wir haben eine sehr lebhafte Verzweigung unseres Strauches. Und wir haben eben diese behaarten jungen Triebe. Und wenn wir da noch ein bisschen dran entlang gehen, können wir sehen, die haben auch Lentizellen. Hier schön in der Bildmitte gerade zu sehen. Eine schöne Lentizelle. Und ne? Also, das ist es eigentlich alles, was wir brauchen, vor allen Dingen diese behaarten Triebe mit den knubbeligen, eiförmigen Knospen in braun oder grün. Braun wäre natürlich schöner, so ein richtig schön helles Braun, so Rehbraun können die üblicherweise sein. Heute ist irgendwie alles nicht so, wie es im Lehrbuch steht. Aber trotzdem, das ist eine Hasel, schlicht und ergreifend Haselstrauch, ja? Corillus avellana, sehr häufig am Waldrand anzutreffen, sehr praktisches Baumaterial und natürlich nicht im Park dran rumsägen, ist klar. Ja. Weiter geht's. So, hier kann man hoffentlich erkennen, da gibt es so rote Zweigchen, die da aus dem Boden rauskommen. Auch die sind jetzt wieder relativ dünn und recht eindeutig zu erkennen, dass es sich hier nur um einen Strauch handeln kann. Das ist auf keinen Fall ein Baum, kein Stamm erkennbar.
Und dementsprechend haben wir es auch genau mit einem Strauch zu tun. So, rote Zweigchen, ja, da müssen wir gar nicht erst nach Besonderheiten fahnden. Die sind hier relativ eindeutig, nämlich, ja, eben, wir haben es mit roten Zweigen zu tun. Und das nächste, was wir uns angucken, sind natürlich Knospen. Da hätten wir zum einen hier so eine endständige Knospe. Ja? Manchmal sehen die so aus. Manchmal haben sie noch deutliche Nebenknospen, die dann wirklich ganz, ganz eindeutig zu erkennen sind. Dann ist das so ein Dreiergespann. Manchmal fehlt allerdings auch die, die Hauptknospe, dann sieht das so aus. Ne? Also dies gibt es alles. Das ist hier auch gar nicht so einfach, die Knospen so richtig schön. Mit den Endknospen arbeite ich bei diesen Dingen hier eigentlich selten. Wichtiger sind hier die kleinen Nebenknospen. Hier jetzt einigermaßen schön zu erkennen. Ich suche euch mal ein besonders schönes Exemplar. So, ja, hier inmitten in meiner Hand, am Handschuh, kann man es ganz gut sehen. Die sind jetzt sehr, sehr klein. Es gibt die auch noch in deutlich größer und deutlich länger. Aber sie liegen sehr, sehr eng am Zweig an. Ja? Und das ist es im Grunde, wonach wir gesucht haben. Die Informationen, die wir haben wollen, die Nebenknospen, die liegen sehr, sehr eng am Zweig an. Die stehen nicht etwa ab. Wir finden eigentlich überhaupt keine Knospen, die nennenswert abstehen. Da muss man jetzt halt den ganzen Busch absuchen und nach abstehenden Knospen suchen. Ob man vielleicht nicht doch welche findet, wo sie weit abstehen. Aber solche Nebenknospen, wie gesagt. Aber da kann man lange suchen. Da wird man, behaupte ich jetzt, prophezeie ich jetzt einfach mal hier auch wieder nicht, keine finden. So, und dazu eben diese ausgesprochene Rotfärbung der Zweige. Die sind auf allen Seiten rot. Die sind eigentlich nur rot. Ja, der Name ist Programm. Hier haben wir es zu tun mit dem blutroten Hartriegel, ja, dem Cornus sanguinea. Der zeichnet sich eben dadurch aus, dass er rot ist. Ja. Dumm nur, dass der Cornus mars, der also ähnlich heißt, ja, also der Cornus mars, was heißt denn der? Kornelkirsche auf Deutsch. Und die Kornelkirsche, die ist eben auch, ja, es stellt doch mal auf irgendwas scharf hier, heieiei. Aber die Kornelkirsche hat auch diese roten Zweige und die sind nicht ganz so rot, vor allen Dingen nicht im Winter. Also anhand dieser Rotfärbung kann man im Sommer eigentlich nur sagen, es ist entweder Cornus mars oder Cornus sanguinea. Im Winter hingegen erwischt man einen, der wirklich knallerot ist und nur rot. Dann kann man im Winter wohlgemerkt, das ist wichtig, ja, der ist im Winter röter als im Sommer. Dann kann man im Winter ziemlich sicher sagen, dass man es hier mit dem blutroten Hartriegel zu tun hat und nicht mit der Kornelkirsche. Ja, hier kann man das nochmal schön sehen, wie rot der eigentlich ist. Also selbst die etwas dickeren Zweige sind rot. Bei der Kornelkirsche finden wir nur die alleräußersten, also wirklich die dünnen, frischen. Nur die haben die Rotfärbung, ältere Zweige haben die dann gar nicht mehr. Also sowas hier in der Dicke in Rot zu finden, das wäre bei der Kornelkirsche schon ein seltenes Phänomen. Ja, ich sage nicht, dass das gar nicht vorkommt, aber da müsste man schon großes Pech haben für die Bestimmung sozusagen. So, und jetzt ist mir das Licht ausgegangen. Ich wollte eigentlich gerne noch ein paar Sachen machen. Muss ich ein andermal wiederkommen. Das ist halt leider das Problem im Winter. Ne? Man geht gemütlich nach einem kleinen Mittagspäuschen und Verdauungssofa-Liegerchen raus. Und dann hat man 2 Stunden und dann ist auch schon wieder zu dusler zum Filmen zumindest. Ne? Also, machen wir nochmal irgendwie weiter. Aber zunächst mal noch schnell zu diesem Buch. Das habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal als Unterlage gesehen. Das ist tatsächlich die einheimischen Laubgehölze nach Knospen und Zweigen bestimmen vom Ulrich Hecker. Das ist meiner Meinung nach, die ist ja nicht maßgeblich, aber ja, meiner Meinung nach tatsächlich das beste Bestimmungsbüchlein für Laubgehölze im Winterzustand. Gibt Fotos, gibt schematische Zeichnungen, auch ganz wichtig. Die Rinde wird angesprochen, die Beschreibungstexte sind verständlich und es ist zwar ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch, aber wirklich noch
ne, auch vom Umfang her überschaubar. Ist ein prima Einstieg in die Pflanzenbestimmung genereller Art. Und warum nicht im Winter mal loslegen, wenn man im Winter doch sowieso nichts Besseres zu tun hat und bei einem schönen Adventsspaziergang oder ähnlichem sich ein paar Knospen angucken. Und dann kann ich dieses Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Nicht alles, was ich sage, steht hier so auch drin. Ich mache immer so ein bisschen die, ja, die gebenchte Version der Bestimmung, aber auf jeden Fall hat man hiermit eine ganz, ganz hervorragende, nicht nur Grundlage, sondern eine Sicherheit, wenn man sich nicht ganz sicher ist, mit was man es zu tun hat, um es dann hier drin nochmal nachzuschlagen. So, und dann, wie gesagt, für heute war es das. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ja, bis morgen. Ne? Ja.